Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen. Konkret geht es im Video um den Zusammenhang zwischen einer Funktion und zwei Stammfunktionen. Lies dir das Beispiel zuerst in Ruhe durch und überlege dir, welche zwei der folgenden fünf Aussagen korrekt sein können. Gegeben sind also zwei unterschiedliche Stammfunktionen, g und h, einer Polynomfunktion f. Grundsätzlich gilt für den Zusammenhang zwischen klein f und einer beliebigen Stammfunktion, dass klein f die Ableitung ihrer Stammfunktion ist. Also in der Standardschreibweise, die Ableitung von groß f von x ist klein f von x mit groß f von x einer beliebigen Stammfunktion. Und die zweite Information, die wir benötigen, um die fünf Aussagen zu bewerten, ist der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Dieser Hauptsatz sagt aus, dass wir den Wert eines bestimmten Integrals, also in Grenzen a und b, über f von x dx, anhand einer Stammfunktion berechnen können. Und zwar mit Hilfe des Wertes der Stammfunktion an der oberen Grenze und dem Wert der Stammfunktion an der unteren Grenze. Diese beiden Werte müssen subtrahiert werden. Sehen wir uns nun unsere fünf Aussagen an. Aussage Nummer 1. G' von x ist gleich h' von x. G und h sind beides Stammfunktionen von f. Ihre Ableitung muss demnach in beiden Fällen klein f sein. Ihre Ableitungen können daher nur identisch sein. Diese Aussage ist also korrekt. Aussage Nummer 2. G von x plus h von x ist gleich c. Das heißt, g von x ist gleich minus h von x plus c. Grundsätzlich gilt, zwei Stammfunktionen unterscheiden sich um eine additive Konstante. Das plus c ist also nicht das Problem, aber minus h von x. Durch das Minus sind die beiden Stammfunktionen nicht identisch, beziehungsweise ihre Ableitungen sind nicht identisch, weil das Minus beim Ableiten nicht wegfällt. Diese Aussage ist also falsch. Aussage Nummer 3. Das Integral von 0 bis 2, g von x dx, ist f von 2 minus f von 0. Das ist offensichtlich der Versuch, den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ins Spiel zu bringen. Allerdings ist das Integral einer Stammfunktion wiederum mit der Stammfunktion der Stammfunktion zu berechnen und sicher nicht mit klein f von x. Also muss diese Aussage falsch sein. Aussage Nummer 4. Integral 0 bis 2 f von x dx ist nun h von 2 minus h von 0. Das entspricht genau diesem Hauptsatz hier, nur dass wir unsere Stammfunktion eben nicht groß f, sondern h nennen. Und dass wir nicht a und b, sondern ganz konkret das Intervall 0 bis 2 haben. Also ist das eine korrekte Anwendung des Hauptsatzes. Diese Aussage ist richtig. Bleibt noch zur Sicherheit die Überprüfung von Aussage Nummer 5. G von x ist gleich c mal h von x. Wie schon gesagt, zwei Stammfunktionen einer Polynomfunktion unterscheiden sich nur durch eine additive Konstante. C ist in diesem Fall eine multiplikative Konstante. Sie würde beim Ableiten nicht wegfallen. Aussage Nummer 5 widerspricht also der ersten Aussage, die wir schon als richtig erkannt haben. Sie muss also falsch sein. Wir haben also die beiden korrekten Aussagen gefunden. Das Beispiel ist damit gelöst.